Jetzt stellt euch mal vor, wir würden eine Vorhersage machen vom 31. auf den 32. September und würden über Herbstwetter sprechen, über Sturm, Regen, kühle Temperaturen und Schnee im Hochgebirge, dann wäre das ziemlich nah an der Sache dran. Aber nein, wir sprechen nicht von Ende September, sondern vom 31. Juli auf den 1. August und die erste Augustwoche. Und die wird tief herbstlich. Grüße Sie und grüße euch. Ja, ich weiß, den 31. und 32. September gibt es nicht. War ja nur eine Prüfung. Schaut mal im Hintergrund. Kennt ihr das? Das sogenannte Brockengespenst hier durch die Haloerscheinung im Nebel. Der Sommer wird jetzt total abtauchen in dieser Woche. Und ich habe mir überlegt, was nimmst du als Thema? Wir nehmen einfach das Thema, der Sommer taucht ab in dieser Woche. Und schau mal ganz kurz zurück auf die Temperaturen seit dem 1. Juni, also zum Start in den meteorologischen Sommer. Das Grüne haben wir hinter uns. Das ist die Linie der Jahre 1961 bis 1990. Das haben wir vor uns, besprechen gleich. Und wenn wir das Ganze mal so ein bisschen schattieren, da hatten wir große Wärme im Juni, überdurchschnittlich warm, und auch noch mal kurz im Juli. Und der wichtigste Zeitraum, nämlich hier Ende Juni, Anfang Juli, der tauchte verhältnismäßig stark ab. Es kam ins Rappeln und jetzt haben wir die Chance, dass es nach unten geht. Und wenn wir das mal in den Vergleich setzen zu den Jahren 1991 bis 2020, dann sieht das noch mal anders aus. Dann tauchen wir aber sowas von tief ab, sind schon abgetaucht und es geht noch weiter abwärts. Das ist ja ein Parameter, die Temperatur. Schauen wir mal auf den Niederschlag. Das hat es bisher gegeben. Die Wärme, die durch diesen Sommer zustande gekommen ist, hat ja nicht nur was mit der Hitze und Sonnenschein zu tun, sondern auch den warmen Nachtwerten. Und das war dann der Fall, wenn wir zum Beispiel Niederschläge hatten mit hohen Temperaturen, dann kühlen die Nächte wenig aus. Aber in den Phasen, wo es eben kühler war, da sind jetzt die Niederschläge deutlich angestiegen. Und mit der Sonne ist es genau umgekehrt. Da, wo wir die große Hitze hatten, hatten wir viel Sonnenschein. Und da, wo es dann kälter wurde, hatten wir weniger Sonnenschein. Aber wie viel Sonnenschein bekommen wir denn in dieser Woche? Pi mal Daumen, auch wieder leicht aufgerundet, sind das die Sonnenstunden, die wir von heute, Montag, bis einschließlich Sonntag haben werden, also 7 Tage. Im Schnitt sind es 40 Stunden Sonnenschein deutschlandweit gemittelt. Das entspricht etwas weniger als der Hälfte dessen, was wir zum Beispiel in einer sonnigen Juniwoche hatten. Und jetzt wäre auch theoretisch das Doppelte noch möglich. Das sind die Niederschlagssummen, erzkonservativ gerechnet. Das, was runterkommen soll in dieser Woche, das meiste im Südosten und im äußersten Nordwesten, machen wir das mal ein bisschen farblich anders, in der Lausitz zum Beispiel weniger, dann eben Richtung Niederlande mehr und am östlichen Alpenrand, da soll einiges runterkommen. Und wenn wir das jetzt wieder in die Grafiken einarbeiten, dann sind wir in Sachen Sonnenschein so weit unten wie den ganzen Sommer nicht am Stück. Das heißt, das wird auch mit die düsterste Woche des Sommers sein, jetzt Anfang August. Und in Sachen Niederschlag werden wir oben bleiben. Ich habe da jetzt nicht einen Tag immer wieder rauf und runter, sondern einfach nur gemittelt. Und da bleiben wir eben oben. Es ist die düsterste Woche des Sommers. Es ist die nasseste Woche des Sommers. Und gehen wir nochmal hier hin. Es ist die kälteste Woche des Sommers, die uns bevorsteht. Übrigens auch noch die windigste. Schauen wir mal ganz kurz in zwei Regionen. Einmal den Niederrhein. Da hat es jetzt geregnet ohne Ende. Rote Linie, kennt ihr, ist das Mittel der Luftmassentemperatur aus 30 Jahren in 1500 Meter Höhe. Die weiße Linie, das Mittel aller Modellberechnungen. Die Einzelberechnungen finden wir in bunt. Und bis 7., 8., 9. August passiert da gar nichts. Wir bleiben unten, wir bleiben nass und dann kann es aufwärts gehen. Ein Cluster, Cluster bedeutet, wenn die Modelle so in zwei Lager gehen, ein Cluster bleibt kühl und setzt die Witterung, die wir jetzt haben, fort. Ein anderer geht mal kurz in die Wärme oder Hitze. Das hatten wir gestern ausführlich besprochen. Das europäische ECMWF-Modell macht damit nass, 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 nass und dann entweder heiß oder weiter nass und kühl. Und wenn wir in die andere Richtung gehen, da wo so wenig Niederschlag berechnet wird, nämlich in die Lausitz, da haben wir auch weit unterdurchschnittliche Temperaturen. Die kommen gar nicht mehr in den Quark. Da ist der kalte Cluster, da ist der wärmere Cluster, aber relativ wenig Niederschlag. Nicht so viel, aber es kommt was runter. Und dann das europäische ECMWF-Modell macht insgesamt mehr Niederschlag und weiterhin kühle Temperaturen. Da ist momentan einfach nichts in Sachen Sommer drin. Gestern gab es auch wieder Schauer und Gewitter und deutschlandweit gemittelt waren es 2,7
Liter auf den Quadratmeter und damit sind wir jetzt bei ungefähr 110% des Regensolls, was gestern einschließlich dazu kam. Und da gibt es ja heute und in der kommenden Nacht rein statistisch nochmal ordentlich was obendrauf. In Sachen Sonnenschein immerhin 6 Stunden Sonne deutschlandweit gemittelt, das meiste im Süden und im Nordosten. In Sachen Tiefstemperatur 7 Grad auf der Alp, 18 Grad im Südwesten und die Höchstwerte 17,5 Grad. Waren es in den westlichen Mittelgebirgen und 27,5 Grad, also gerundet 28 Grad im äußersten Osten. Die Wetterlage steht uns jetzt bevor. Wir haben hier diesen Bommel liegen in 5,5 Kilometer Höhe, das Höhentief. Das Bodentief ist noch viel größer, Isobarendrängung, die Linien gleichen Luftdrucks. Und hier sehen wir eine minus 15, sprich für 5,5 Kilometer Höhe. Da kommt hochreichende Kaltluft an mit Bimbamborium. Und das bisschen Wärme, das noch da war, wird durch kühlere Luft ausgetauscht. Und dann knickt das Ganze ab im Laufe der Woche am Freitag. Wir kriegen die hochreichende Kaltluft, die auf Westeuropa zuströmt und dann in den Mittelmeerraum, die eine 5B-Wetterlage auslösen kann. Die ist noch in Einzellösungen drin, im Hauptlauf momentan nicht, aber es wird von Nordwesten eben deutlich kühler. Die Temperaturen gehen zurück, im Hochgebirge fällt Schnee. Und jetzt bestünde ja die Chance, dass es danach aufwärts geht. Noch nicht. Wir haben am Montag der nächsten Woche das Tief, das dann abgezogen ist und ein neues Tief kommt nachgezogen, diesmal mit minus 20 Grad in 5,5 Kilometer Höhe und auch wieder einer westlichen Strömung und sehr kühlen Temperaturen, die noch weiter zurückgehen als jetzt. Da ist noch lange nicht Schluss. Bis zum Wochenende sowieso und auch in der nächsten Woche wird sich daran noch nichts ändern. Die große Hitze ist ziemlich weit weg. Jetzt müssen wir über den Regen sprechen, der heute Vormittag unterwegs ist. Das hier in hellblau oder in türkis, das ist das Regengebiet an sich. Da kommt nicht viel runter unbedingt, zwischen 1 und 5 Liter. Aber in den Gebieten hier, rund um die Niederlande, Niedersachsen, südliches Schleswig-Holstein und Hamburg und nördliches NRW, da schüttet es wie aus Eimern. Das bedeutet, hier zieht das Regengebiet am Vormittag drüber, am Nachmittag zieht es leicht nach Nordosten ab. Es kommt dann später zum Abend ein neues Regengebiet herangezogen. Also der Norden eher wechselhaft, ungemütlich windig, da kann auch mal ein Gewitter dabei sein. Im Süden haben wir milchigen Sonnenschein auf der Südseite einzelne Schauer. Der Wind weht stark bis stürmisch aus südwestlichen Richtungen. Ich habe mir jetzt mal die Windkarte geschenkt mit Spitzenböen von 40 bis 60 Kilometer pro Stunde und Höchstwerten unter den Regenwolken von 16 bis 21 und sonst von 22 bis 28 Grad. Das der heutige Tag. Und so richtig los geht die Sause dann am Abend und in der Nacht. Ein Starkregengebiet zieht heran in der Nacht, vor allen Dingen im Südwesten, teils auch im Norden von Schleswig-Holstein. Und hier wird richtig viel runterkommen. Und das wird eine unangenehme Angelegenheit. Morgen Vormittag verlagert sich dieses Starkregengebiet dann von Rheinland-Pfalz und dem Saarland nach Baden-Württemberg, Franken in den Süden Hessens und in den Süden Thüringens rein, wo es richtig ordentlich was runter gibt. 20, 30 Liter innerhalb von 6 Stunden. Und am Nachmittag verlagert sich das Ganze südostwärts. Da werden aber dann Schauer und Gewitter mit dabei sein, samt Platzregen. Und das, was ich sonst einstraffiert habe, da gibt es entweder Regen, Regenschauer oder Gewitter. Das ist das eine. Das ist jetzt erstmal der Niederschlag, der runterkommt. Und zum anderen haben wir die Windfelder. Das, was hier orange ist, ist sehr ruppig. Und das, was rot ist, das können Sturmböen sein. Und die liegen morgen früh hier im Südwesten. Das heißt, auf der einen Seite haben wir den Regen, auf der anderen Seite den Wind. Mega unangenehm. Tagsüber bleibt es überall sehr, sehr windig. Im Nordwesten und vor allen Dingen im äußersten Süden und Südosten haben wir dann dieses starke Windfeld, das sich am Nachmittag weiter bis nach Österreich reinbewegt. Ansonsten folgen weitere Windfelder nach, obwohl die Front eigentlich durchgezogen ist und besonders gefährlich werden kann es am Alpenrand bis in den Nordosten Österreichs rein durch Gewitter. Da kann es starke Schauer- und Gewitterböen geben. Wir sind noch nicht durch in Sachen Wind. Jetzt haben wir so eine Anströmung, eine nordwestliche Höhenanströmung. Wir haben sehr viel Konvektion, das heißt Schauer und Gewitter, hochreichende Kaltluft und eine Jahreszeit mit einem hohen Sonnenstand. Das macht ziemlich viel Action. Das müsst ihr euch so vorstellen, das Land ist wie eine Herdplatte. Das wird auf der einen Seite durch den Regen abgekühlt, dann kommt die Sonne raus. Das fängt an zu brodeln, die ganze Atmosphäre brodelt. Wir haben eine Windscherung und das bedeutet, wir haben morgen an kräftigen Schauern und Gewittern eine erhöhte Tornadogefahr. Tornados sind ganz normale Wettererscheinungen für Mitteleuropa. Die gibt es offiziell 40 bis 60 in Deutschland.
Die Dunkelziffer liegt etwa dreimal so hoch. Und das wären dann so F0 bis F1 Tornados. F1 ist dann schon eine etwas größere Hausnummer, aber ein F0 Tornado zum Beispiel, das ist so ein Ding, zieht man durch einen Wald oder über ein Feld und haut ein paar Bäume um oder ein paar Äste ab, zählt aber als Tornado. Und das kann an diesen Schauer- und Gewitterwolken entstehen. Geht ziemlich schnell, ist auch schnell wieder vorüber, aber das ist möglich. Und das zum Start in den letzten meteorologischen Sommermonat, in den August. Da kennen wir auch so eher ein Wetter mit 30, 35, fast 40 Grad, sengendem Sonnenschein, Grillengezirpe und wo man sich denkt, ach, gibt es mal ein Gewitter zur Abkühlung? Das ist jetzt ein bisschen anders. Also das Wetter dazu, mal aufgeführt, viel Regen, der darunter kommt, viel Wind, Gewittergefahr und wir haben auch eben gesagt, Tornadogefahr. Also das Regengebiet zieht nach Südosten ab, davor gibt es Gewitter, dahinter Schauer und Gewitter, die zum Abend nachlassen, der Wind meist aus südwestlichen Richtungen, bei Höchstwerten von 15 bis 23 Grad im Osten Österreichs, anfangs bis zu 27 Grad. Viel Spaß mit dem Dienstag. Der Mittwoch wird ein Tacken besser, da kommt aber schon wieder so sichelförmig ein Regengebiet hereingezogen. Davor gibt es Sonnenschein und hohe, mittelhohe Wolkenfelder. Die Sonne kommt so milchig matt als Kugel hindurch. Hinter dem Regengebiet folgen wieder Schauer und Gewitter bei stark bis stürmisch auffrischendem Süd- bis Südwestwind und Spitzenböen von 40 bis 80 Kilometer pro Stunde. Jetzt will ich euch nicht noch eine weitere bunte Karte da reintackern. Das wäre sonst insgesamt zu viel. Die Temperaturen liegen im Regen bei 14 bis 19, mit Sonne bei 20 bis 25, im Osten Österreichs bei bis zu 27 Grad. Am Donnerstag eine Spur freundlicher, im Südosten wahrscheinlich Regen vor der Regenfront bis zu 26 Grad. Sonst eine Zone mit Sonne, Wolken, wenigen Schauern. Von Nordwesten her gibt es neue Schauer und Gewitter. 14 Grad im Regen, 24 Grad mit Sonnenschein. Am Freitag im Südosten der Dauerregen. Schneefallgrenze 2000 Meter Höhe, inneralpin sogar ein bisschen weiter runter. Im Osten Österreichs noch Sonnenschein. Sonst Schauer und Gewitter 16 bis 24, im Regen 10 bis 15 Grad. Hochsommer. Am Samstag im Südosten weitere Regenfälle, die zum Nachmittag nachlassen. Hier bleibt es sehr kühl, sonst kommt mal die Sonne heraus. Und am Sonntag, da ist noch vieles unsicher, was da passiert. Kommt ein neues Regengebiet reingezogen, sind Schauer oder Gewitter oder liegt das alte Regengebiet noch da? Es wird auf jeden Fall ein unruhiger und relativ kühler Tag sein, bevor ein neues Tief dann am Montag und Dienstag der nächsten Woche kommen soll und wahrscheinlich auch wird. Kommen wir zu den Ensembles für den Norden Deutschlands. Die Linien kennt ihr alle, 20, 25, 30, 35 Grad, da ist erstmal nichts mit drin. Die 5 Grad werden irgendwann mal eher erreicht und Niederschlagssignale. Der Norden Deutschlands geht mal an die 20 Grad ran und leicht drüber und dann sind wir unten drunter. Und erst Richtung Mitte August sind wieder ein paar Läufe dabei, die auf über 20 Grad gehen im Mittel. Im Westen ein ähnliches Spiel, da gibt es ein langes Abtauchen, über eine Woche sehr kühle Temperaturen in Verbindung mit Regen und die ganz starken Niederschlagsbalken hier am Anfang. Das ist das, was wir eben besprochen haben. In der Mitte genauso kühle Temperaturen, Richtung Mitte August geht es aufwärts. Bei einem Teil der Läufe, nicht bei allen. Unten lassen die Niederschläge ein bisschen nach. Im Osten tendenziell höhere Temperaturen, um und über 20, teils an die 25 Grad. Tendenziell weniger Schauer und Gewitter, was allerdings überhaupt nicht schlimm ist. Die Verdunstungsrate ist ja jetzt durch die Wetterlage relativ niedrig. Das wäre anders, als hätten wir 35 Grad. Im Süden Deutschlands auch ein Abtauchen der Temperaturen, aber so ein richtiges Abtauchen zusammen mit viel Regen. Der Hauptlauf ist noch so moderat dabei und hinten raus besteht dann tatsächlich die Chance, dass ein paar Läufe dabei sind, die wieder annähernd in Richtung gefühltes Sommerwetter gehen. Wir gehen nach Bern, auch da ein Abtauchen auf kühleres Niveau. Später wird es wieder sommerlich. Immer wieder sind Schauer und Gewitter dabei und starke Niederschlagssignale haben wir in Kärnten, in Klagenfurt. Die Temperaturen gehen auf unter 20 Grad zurück, taumeln dann bei um und später wieder über 20 Grad. Und hier auch dieser fette Niederschlagsbalken durch das Tief, das über die Alpen ziehen wird. Hinten raus wird es ein bisschen trockener werden. Und jetzt noch was privat in eigener Sache sozusagen. Dass ich das hier jeden Tag mit den Videos machen kann, erfordert natürlich auch einen gewissen Ausgleich. Und den nehme ich mir, indem ich rausgehe in die Berge und in die Natur und völlig abschalte. Und da habe ich so ein mini kleines Video gemacht, das ich euch vorstellen möchte. Das Ganze bei 6 Grad nur in 2500 Meter Höhe und in der Natur draußen. Man kriegt das ja so mit, wenn man da unterwegs ist. Das fühlt sich momentan überhaupt nicht 0,0 nach Sommer an, sondern eher nach Herbst. Bis später.